Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Tagesbotschaft. Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet das Wochenende, ein schönes Wochenende und es geht euch gut. So, wir schauen jetzt mal, was geht's denn hier? Aha, ja, es gibt Leute, die werden heute mit weißen Federn in Berührung kommen. Ihr werdet heute die Information bekommen, hey, pass mal auf, liebe Seele, weiße Feder, Einfachheit, ja? Es geht hier darum, dass du nicht alles kompliziert machst, sondern dass du es heute einfach hast oder einfach dir machst. Und es ist auch eine weitere Information, die dir mitteilt, guck mal, wie das passt, weiße Feder, ja, hier, das Untergefieder, das ist weiß, ja, auch hier wieder, Freiheit. Ja, hier geht es darum, dass du weißt, dass du frei bist wie ein Vogel und dass du, wenn du dich entscheidest, etwas zu tun, dass du es einfach tun kannst. Wenn du sagst, ne, das ist aber nicht so, ja, dann bitte Hausaufgaben machen. Ja, wir können jeden Morgen, jeden Tag können wir Entscheidungen treffen. Egal, wo wir stehen, können wir entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen, meine Lieben. Ja, und das ist die Aufgabe, das ist das, was es gilt zu verstehen. Ich werde euch jetzt erstmal mit dem Vertigo-Orakel, ich vergesse mal, wie das heißt, werde ich euch jetzt eine Energie ziehen. In was für eine Energie seid ihr heute? Ja, super. Das passt auch zur Wochenlegung, meine Lieben. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ja? Gelassenheit. Es ist doch nicht das erste Mal, dass du so etwas durchmachen musst. Mach dir also keine Sorgen. Auch diese Zeit geht wieder vorbei. Ja, natürlich. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ne, bei mir ist gerade alles kompliziert, ne, und du hast das Gefühl, du lebst nicht in der Freiheit, sondern im Gefängnis, dann kannst du jederzeit entscheiden, wie komme ich da raus und möchte ich da raus und wo will ich denn hin? Ja, so meine Lieben. Wir gucken uns das Ganze mit den Lennys an. Mein lieber Herr Gesangsverein, ich glaube, jetzt hackt's. Guck mal. Wir haben hier den Fuchs. Das ist eine Person, ja, die dir nichts Gutes will. Du bist dadurch blockiert. Und du ziehst dich nämlich von dieser Person zurück. Aber du hast die Größe und die Stärke, es zu tun. Wenn du jetzt aber in einer Seelenpartnerschaft bist, Schatzimaus, dann ist das hier ein Spiegelthema. Weil wenn dir jemand deine Freiheit nimmt, dann spürt er, dass er selber keine hat, weil er eventuell Verlustängste hat. Ja? Bleib gelassen. Es ist nicht das erste Mal, dass du diese Situation hier erlebst. Ja, du hast das schon mal erlebt. Mach's diesmal nicht kompliziert, sondern einfach. Ja? Das ist nämlich die Message hier. So, ich werde jetzt mal das kleine Tarot hier noch nehmen, damit wir dann noch ein bisschen in die Tiefe gehen können. So, bezugnehmend hier auf den Fuchs. Was gibt es hier noch für eine Botschaft? Na, mal gucken. Der Fuchs. Was gibt es hier noch zu sagen, bitte? Das ist eine Lernerfahrung. Mit dieser Person, meine liebe Seele, hast du eine Message, hast du eine Lektion, eine Lernerfahrung zu machen. Du sollst etwas daraus lernen. Vielleicht einfach mal aufzustehen und zu sagen, ja, okay, du sperrst mich ein, super, ich liebe die Freiheit, ich fliege jetzt davon. Das heißt, die Veränderung an sich liegt bei dir. Um damit du diesen Zustand veränderst, weil, Schatzimaus, den hattest du schon mal, diesen Zustand. Also, du wirst immer wieder diesen Zustand bekommen von Unehrlichkeiten, von jemandem, der dir dein Glück nicht gönnt oder beziehungsweise der immer wieder versucht, dir übel mitzuspielen, der dich blockiert und von dem du dich zurückziehst. Das wird immer wieder so kommen, bis du sagst, du stehst jetzt auf. Und dass die Engel an deiner Seite sind, das sieht man durch die Federn.
Ob das der Engel ist, der hier durch den Vogel gezeigt wird. So nach dem Motto, guck mal, die Vögel fliegen draußen auch frei rum, wo sie wollen, wann sie wollen, wie sie wollen. Ne? Also ist die Frage, du bist ein Mensch, du hast einen freien Willen, was möchtest du? Die Blockade, was blockiert dich? Du weißt es nicht. Okay. Dann könnte es heute passieren, dass du einen Turmsturz bekommst. Das heißt, dass der Turm in dein Leben kommt. Das heißt, dass du gezeigt bekommst, wenn du zu diesem Kollektiv gehörst, was jetzt sagt, du Katrin, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mich blockiert. Weil es ist ja eventuell hier mein Seelenpartner. Oder es ist, vielleicht ist es auch meine Stärke, dass ich so stark bin, dass ich mich dadurch selber blockiere. Vielleicht hat es aber auch was mit der Sexualität zwischen euch zu tun, dass du ihm vielleicht hörig bist oder wie auch immer. Ja, auch das ist ein Thema, kann angesprochen werden, bitte. Ja, also du wirst hier durch den Turm, wirst du die Klarheit bekommen. Der Turm wird dir zeigen, wo deine Blockade liegt, wer dich blockiert und was du tun kannst. Also der Turm ist immer ein schicksalshafter, positiver Moment, mit dem du nicht rechnest, damit du Klarheit bekommst, weil du ja nicht erst seit gestern in dieser Situation bist. So, und dann haben wir den Turm. Im Rückzug wirst du dir deinen Plan machen, wirst du dir Gedanken machen, okay, um was geht es? Warum ist dieser Mensch in meinem Leben? Warum ist diese Situation bei mir in meinem Sein angekommen? Und was soll ich daraus lernen? Was kann ich daraus Gutes tun? Also wie kann ich mich da selber noch weiterentwickeln? Das ist ein Vorangehen aus einem Rückzug, aber ganz langsam. Also du gehst Stück für Stück. Also der Turm, der, ich würde mal sagen, dadurch, dass du damit nicht rechnest, könnte sein, dass der Turm dich erstmal so ein bisschen erschüttert, aber positiv dahingehend, weil es ist wie, als wenn du im Theater sitzt und der Vorhang wird aufgemacht und du weißt nicht, was dahinter ist. So, jetzt die Engelgruppe Seraphim. Welcher Engel ist da, der Engelgruppe Seraphim. Welche Botschaft kriegen wir hier mit? Okay, 27, Quersumme 9. Ja, Gegensätze. Tanke Kraft und verbinde dich mit deinem spirituellen Wissen. Vereine die Gegensätze zu einem wertvollen Ganzen. Ja, Gegensätze ziehen sich an. Und daraus eine Einheit zu machen. Entweder zu sagen, okay, ich überprüfe mal, wie lange bin ich jetzt in dieser toxischen Situation? Was soll ich daraus lernen? Ja, okay, der Turm kommt. Wo liegt die Blockade? Ja, passt auch wieder zum Lernen. Und im Rückzug dessen, um das erstmal zu verarbeiten, wirst du ganz, ganz langsam dir Pläne machen, die dir mehr Fundament bringen. Und das Ganze ist in deinem Leben, weil letztendlich du aus diesen Gegensätzen, die ihr lebt hier miteinander, kannst du was Wundervolles, Großes machen. Also du stehst hier vor einem wundervollen Neuanfang, vor etwas Großem. Ja? Also das heißt, du sollst die Gelassenheit weiterhin behalten, aber letztendlich darf es einfach sein. Mach es dir nicht so schwer. Ja, also mach es dir heute wirklich nicht so schwer. Es ist alles eine Frage der Einstellung. Und wenn du sagst, es geht nicht, dann setzt du dir gerade selber Grenzen. Okay? In diesem Sinne, wenn du Hilfe brauchst in dieser Situation und du weißt nicht, wie du hier weiterkommst oder wie auch immer, kannst du dich sehr gerne mit mir in Verbindung setzen. Wir gucken einfach mal, wie wir dich da rauskriegen, ja? Ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe. Hab einen schönen Tag. Bleib stabil.